Chapeau, Herr Özdemir. Da kann man ruhig mal klatschen. Sie sind jeden Tag für eine Überraschung gut. Und heute ist Sonntag, der 15.05.2022. Und was haben Sie der Presse wieder berichtet? Die Bauern und ihre Pestizidmaschinen. Herr Özdemir, für uns ist das die Pflanzenschutzhaubitze 2000. Ein, ja, wie sagt man in heutigen Zeiten, kriegswichtiges Material, denn es sorgt dafür, dass Hunger nicht als Waffe eingesetzt werden kann. Und wir haben im Gegensatz zur Bundeswehr in unserem Land genügend Maschinen davon vorhanden, alle TÜV geprüft, bestausgebildete Landwirte, die damit umgehen können. Das Einzige, was langsam eng wird, ist die Munition dafür. Wir holen diese Waffe nur raus, wenn der Feind naht, wenn die Pilze kommen, wenn die Schädlinge kommen, um eben unsere Bevölkerung zu schützen, damit sie nicht hungern muss. Aber die Munition wird von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr weniger. Aber auch das ist ja etwas, was Sie als Politiker, was die Politik eigentlich möchte. Pflanzenschutzmittelreduktion um 50%, weniger Düngung, alles runterfahren. Und die Geschichte wiederholt sich doch. Denn wer sich mal die Mühe macht und einfach im Internet mal eingibt, Schweinemord 1915, der wird vielleicht Parallelen in die heutige Zeit erkennen. Auch damals haben Wissenschaftler, hat die Politik, hat der Kaiser entschieden, die Tiere fressen zu viel Getreide und deswegen hauen wir doch schnell mal 5 Millionen Schweine tot. Ja, die Quittung kam, folgte prompt auf den Fuß und es kam zu einer verheerenden Hungerkatastrophe in unserem eigenen Land. Und durch die Abhängigkeit, die auch damals bestand, auch damals waren dann Lieferketten gestört durch die Engländer. Heute sind es vielleicht die Chinesen oder ein Kapitän, der sein Schiff im Suezkanal querlegt. Aber auch damals kam nichts nach Deutschland, um die Menschen hier zu versorgen. Was daraus folgte, wissen wir alle. Und wie sagte doch einst der Papst zum König, halt du sie arm, ich halt sie dumm. Und nichts anderes ist das, was heute hier in unserem Land passiert. Den Feind erfolgreich zurückgedrängt und die Pestizidmaschine wieder in die Scheune gefahren. Und ja, man grübelt Tag und Nacht, kommt nachts nicht zur Ruhe, was alles so los ist. Und jetzt, dieses Wochenende, dachte ich nun tatsächlich, wir hätten G20-Gipfel in Hamburg, wo wissentlich ganze Straßenzüge 2017 in Schutt und Asche gelegt wurden. Nein, es war das G7-Agrarministertreffen, zu dem Herr Özdemir eingeladen hat und wo aus Sicherheitsgründen der Tagungsort verlegt werden musste. Herr Özdemir, ein paar Dutzend Landwirte dort vor der Tür, die aus Verzweiflung dort stehen und einfach mal mit Ihnen sprechen möchten, dass es so nicht weitergehen kann, vor denen zu flüchten, das ist schon fast ein bisschen lächerlich. Und seien Sie gewiss, vor Landwirten braucht kein Mensch Angst haben. Wir würden uns manchmal ein bisschen Respekt wünschen, aber Angst haben muss sicherlich keiner. Und was unsere Zukunft angeht, bereits Charles Darwin sagte, nichts ist stetiger als der Wandel. Und mit diesem Wandel sind wir seit Generationen umgegangen. Da hieß es nicht Transformation, sondern es kam Step by Step, alles von ganz alleine aufgrund der Anpassungsfähigkeit unserer landwirtschaftlichen Betriebe. Aber dieses Andauern per Verordnung, per Gesetze, per Erlasse von Menschen, die überhaupt nicht wissen, worüber sie reden, immer wieder über uns zu stülpen, das erträgt kaum noch einer. Und das ist wahrscheinlich auch das, warum wir immer und immer wieder versuchen, Gespräche mit Ihnen, aber auch mit anderen Politikern und mit den Medien zu führen. Und in diesem Sinne, nehmen Sie sich ein Herz, besuchen Sie die Landwirte, hören Sie denen zu und da bitte nicht bloß die vorgefertigten Paradebetriebe, sondern auch mal die, die mit dem Herzen und mit der Seele wirklich mit dem Land verbunden sind.